Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. An meiner Seite heute Frank Arendt. Er ist der Geschäftsführer der AOK Nordost hier in Mecklenburg-Vorpommern. Herr Arendt, vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Es geht um Versicherung, ganz konkret um Krankenversicherung. Da war ja eine Menge los im Jahr 2015 schon. Wie sieht Ihre Bilanz aus? Also wir sind sehr zufrieden mit dem letzten Jahr. Wir haben uns gefreut, dass unsere Kunden uns treu geblieben sind. Wir haben viele Kunden hinzugewonnen. Unser Leistungsangebot hat sich verbessert, auch nach Auffassung unserer Kunden. Und so sind wir froh, dass wir auch mit einem stabilen Beitragssatz in das kommende Jahr gehen können. Ja, dazu wollte ich noch später kommen, aber erstmal dieses Angebote, die Sie dem Kunden 2015 unterbreitet hatten. Das war ja vor allen Dingen das Gesundheitskonto. Richtig, das war das Gesundheitskonto, was wir neu eingeführt haben. Das hat auch sonst gar keiner in der Landschaft der Krankenversicherer. Da waren wir sehr gespannt, ob unsere Kunden das auch interessant finden. Und wir haben unseren Kunden angeboten, also für besondere Leistungen auch unseren Anspruch einfach zu nehmen. Also da gibt es Angebote, die sonst einfach im klassischen Leistungsangebot gar nicht gibt. Und das haben wir unsere Kunden angenommen. Das hat viel Anklang gefunden, haben wir viele gefunden, die das interessant fanden, und da sind wir sehr froh drüber. Und dieses Angebot, dieses Gesundheitskonto, wird das jetzt auch fortgesetzt? Das heißt, dass ich zum Beispiel meine Mitgliedschaft in Sportverein, bestimmte Kurse und so weiter, die ich mache, ja abrechnen kann, letztendlich über die AOK als Zusatz, als zusätzliche Leistung letztendlich der AOK für den Versicherten? Ja, das bleibt so bestehen, und wir haben uns entschlossen, das auch fortzuentwickeln, also insbesondere für die Kunden, die technikaffin sind, haben wir uns entschlossen, da also auch etwas Digitales anzubieten, also Leistungen und Serviceangebote, also auch über digitale Wege in Anspruch zu nehmen und auch dort entsprechende Prämien dann am Jahresende zu bekommen von uns. Ja, das heißt ganz konkret, ich kann über dieses Gesundheitskonto, kann ich als Versicherter sogar mitverdienen? Ja, wenn Sie sich gesund ernähren, wenn Sie sich bewegen, wenn Sie alles das machen, was zur Gesunderhaltung führt, dann gibt es dafür eine entsprechende kleine Prämie, eine Belohnung für den einzelnen Versicherten, eben auch für Sie. Und so soll das sein, dass am Jahresende dann auch Sachen umgerechnet werden und Sie halten dafür eine Sachprämie oder eine Geldprämie. Das können Sie dann entscheiden. Die AOK ist ja momentan sehr aktiv mit Werbung auf den Straßen. Da geht es ja um das Thema stabile Beitragssätze. Wie schafft die AOK das? Weil viele andere Krankenkassen müssen ja erhöhen. Ja, also auf der einen Seite ist es für uns wichtig, immer neue Kunden dazu zu gewinnen und die Kunden, die bei uns versichert sind, auch zur Gesunderhaltung anzuregen und gemeinsam dafür zu sorgen, dass also Leistungen auch gar nicht in Anspruch genommen werden müssen, durch Prävention, durch Vorsorge. Und das scheint ein Ansatz zu sein, der bei den Kunden auch anschlägt. Und das sorgt dafür, dass wir Aufwendungen dann auch verringern können und unseren Versicherten am Ende dann auch einen attraktiven Beitragssatz bieten können. Und das sagen wir jetzt auch sehr, sehr deutlich. Und so wie Sie sagen, ist das auch draußen zu sehen. Hat das was auch vielleicht mit diesem starken regionalen Engagement Ihrer Krankenkasse zu tun, dass die AOK Nordost, die ist ja für Mecklenburg-Vorpommern und Berlin-Brandenburg zuständig und ist natürlich hier in Mecklenburg-Vorpommern auch sehr stark vertreten und sehr aktiv. Ja, wir sind ja im ganzen Lande schon vertreten durch unsere Service Center, sodass der Kunde überall auch die Chance hat, sich zu informieren, direkt in einem Gespräch. Wir sind digital gut vernetzt mit unseren Kunden und sie können uns also auf unterschiedlichen Wegen erreichen. Und ich glaube, das ist ein gutes Angebot für die Versicherten. Das spürt man, dass wir im Lande unterwegs sind. Ja, wir hatten schon über dieses digitale Prämienangebot gesprochen. Dazu gehört ja Fitness auf der einen Seite, Vorsorge auch und dann natürlich auch soziales Engagement, habe ich gelesen. Was verstehen Sie denn unter sozialem Engagement für eine Prämie letztendlich? Wir finden zum Beispiel wichtig, dass unsere Kunden zum Beispiel einen Blutspendeausweis dabei haben. Für sich selber, also für den Fall eines Unfalls oder einer Operation, die so nicht geplant ist, ist es für die Ärzte einfach wichtig, die Blutgruppe zu wissen. Und wenn man den Ausweis bei sich trägt, ist es eine wichtige, schnelle Erkenntnis. Auf der anderen Seite versuchen wir auch, den Organspendeausweis immer stärker in den Fokus zu richten, weil wir es wichtig finden, dass in solchen Fällen eben auch die Kunden sich bekennen und sagen, jawohl, wir sind dafür, im Falle des Ablebens eben auch Organe zu spenden.
Und deswegen wollen wir es an dieser Stelle auch zeigen und belohnen. Ja, kann ich mich darüber auch auf Ihren Seiten, zum Beispiel das Thema Organspende ist ja ein sensibles Thema, aber kann ich mich da bei Ihnen auch informieren? Das können Sie. Sie können vor allen Dingen Absprung bekommen zu den Experten, die das sind. Das ist die Deutsche Stiftung Organspende, die ja stellvertretend für alle in Deutschland unterwegs ist. Und das, da haben wir eine enge Zusammenarbeit und da können Sie eine Menge Informationen bekommen. Ja, präsent sind Sie auch immer über einen Gesundheitspreis. Gesundheitspreis für Mecklenburg-Vorpommern. Und der richtet sich dieses Jahr 2016 vor allen Dingen an Kindern und natürlich die mit Kindern zu tun haben. Was verbirgt sich dahinter? Also wir wollen die Gesellschaft fragen, also das Land fragen, wo gibt es Möglichkeiten, die Gesundheit für Kinder einfach stärker in den Vordergrund zu stellen und da auch was zu tun. Also Kinder bewegen sich an verschiedenen Orten, in der Schule, im Kindergarten, im Haushalt, im Sportverein. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, einfach Gesundheit, zum Beispiel Ernährung für Kinder, in einen neuen Fokus zu bringen und auch neue Ideen einfach von anderen Leuten auch zu bekommen. Nicht nur von Ärzten, sondern von allen, die mit Kindern zu tun haben. Und das ist unser Aufruf an die Gesellschaft. Zeigt uns eure Ideen und dann wollen wir mal gucken, was da zusammenkommt. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben schon eine ganze Menge Einsendungen bekommen. Da freuen wir uns total drüber und ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Ja, die AOK ist dann auch noch wichtiger Partner für den Breitensport und den Profisport, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, wo werden da dieses Jahr Schwerpunkte gesetzt, 2016? Also bleiben Sie auf dem Gebiet auch so aktiv? Doch, das ist uns ganz wichtig, da auch präsent zu bleiben. Wir haben ja eine Menge Kooperation, heißt Zusammenarbeit mit Sportverbänden, Landessportbund, Landesfußballverband, aber auch mit einzelnen Sportvereinen in den Regionen. Und das wollen wir auch so weiterführen, weil es einfach zeigt, dass die Erwachsenen und auch die Kinder den guten Beispielen von Spitzensportlern oder Breitensportlern einfach folgen, sich zu bewegen, sich gesund zu verhalten. Und das macht man mit den Sportlern immer gut. Ja, nochmal letzte Botschaft an die Zuschauer, die jetzt vielleicht gerade wieder ans Abnehmen denken nach Weihnachten, Neujahr, ich gehöre auch dazu. Wie wichtig ist Bewegung? Was kann man tun, auch im Alltag, um Bewegung sozusagen zum Thema zu machen? Also ich denke einfach, es ist wichtig, sich auch während der Arbeit oder während der Schule zu bewegen, einfach die kleinen Sachen zu machen, Treppe steigen, nicht den Fahrstuhl zu nehmen, auch mal mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren oder zur Schule, solche Dinge. Und auf der anderen Seite einfach geregelt gucken, will ich schwimmen gehen, will ich im Sportverein, im Team irgendwas machen. Also solche Dinge einfach zu beachten, ich glaube, dann geht das schon. Herr Arendt, vielen Dank an dieser Stelle für das Interview und liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, bleiben Sie auch 2016 gesund und vor allen Dingen fit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche.